Hallo Kev. Eins. Hallo Hikaru. Sehe ich die von hinten? Erkenne ich den von hinten? Ich glaube, ich erkenne sie von hinten. Ich glaube nicht, dass ich sie von hinten erkenne. Hallo Nick. Jacques, bist ein Akani. Beast, bist ein Kinoso. Das habe ich, ich habe ja gar nicht mitgezählt. Wir gucken einfach rechts oben. Bei den Rittern der Redlichkeit ins Schwert braucht man nur flüchten und campen, oder? Macht das zum ersten Mal. Ich habe das noch nie gemacht, keine Ahnung. Wie, du hast mitgezählt? 10. 11. Ich habe keine BP, ich kann mir nicht das unschlagbare Cafeteria-Gericht machen. Hallo Marco. Da drüben ist auch eins. Moment, da drüben sind auch welche. Zählen die? Das sind so viele sogar. Ich komme nicht rüber. Wartet, ich komme. Ja, solange ich sie hier anschauen kann, ist ja alles gut. Der Marco hat die Ritter der Redlichkeit resettet. Der kann dir das sagen, wie du es am besten resettest. Aber schau dir auch einfach Videos an, wie Leute das machen. Aber irgendwann mache ich das auch in den nächsten 20 Jahren. Zählt ihr zum Ausbruch, ihr Kleinen? Man hat gar keine Karte. Ich traue nur noch dir. Okay, würde ich nicht. Warum? Du hattest gerade Quartermark. Du hast Soft Reset gemacht, viel einfacher. Eben, ich würde es nie mit Campen machen oder so. Das wirkt doch immer viel nerviger. Ich glaube, du musst da nicht campen. Die einzigen, die mir fehlen, also nicht fehlen, aber. Ich habe bisher Alola Sander nur mit Go-Zeichen. Deswegen nutze ich die Gelegenheit. Entschuldige, wenn ich das, was ich tue, falsch ist, aber ich brauche Furienblitz und Keilflamme. Und dies zwingt mich, in den Chat zu schreiben.
Finde keinen anderen Weg, um den Deck zu vervollständigen. Ich kann dir mehrere Wege. Ich kann dir mehrere Wege sagen, ohne in einen Chat zu schreiben. Du könntest das andere Spiel kaufen. Und kein Geringverdiener sein. Und dann könntest du die Codes benutzen. Also, nicht neues Spiel. Du hast nur ein Spiel. Du könntest Codes benutzen, um die Pokémon zu tauschen. Die allgemein bekannten Codes. Sind die auf dem Discord eigentlich die geupdateten? Sind die geupdatet? Ja, die sind geupdatet, Mensch. Wer hätte das gedacht? Jetzt bitte sag mir, dass du das probiert hast, einen Tag lang und kein Glück damit hattest und deswegen hier schreibst. In unserem Discord, da wo du auch schon geschrieben hast, vor. Wann war das? Du hast doch heute schon mal geschrieben. Nee? Nee, hast du nicht. Ich habe beide Editionen, aber nur auf Purpur DLC. Auf Discord antwortet, glaube ich, niemand und die Codes klingen interessant, da werde ich jetzt versuchen. Auf Discord antwortet niemand. Ja, weil keiner Bock hat, die ganze Zeit Pokémon hin und her zu tauschen bei einem Spiel, was einfach 2 Jahre alt ist. Aber du findest unter Infos auf dem Discord eine Tabelle. Und da gibst du den Code ein von dem Mon, was du hast und von dem, was du gerne hättest. Mit etwas Glück passiert das dann. Aber das Spiel ist schon relativ alt. Es kann sein, dass das nicht so schnell geht. Ansonsten würde ich dir empfehlen, niemals in einen Chat reinzuschreiben, dass du gerne Pokémon tauschen würdest. Das ist sehr, sehr nervig. Aber du hast ja schon gesagt. Du hast dich ja davor schon entschuldigt, bevor du es getan hast. Ja, no, was soll ich machen? Ja, dich in Chats zu schreiben auf Twitch. Was sollst du machen? Wir kriegen es doch alle auch so hin. Hallo MJ, hallo Kühner. Gestern Meloetta geholt. Musstest du viel nachfangen? Hallo, I sold my mom. Hallo Olopoto. Hallo Lautarot. Ich will dauernd mit L1 laufen, weil ich gestern in Silent Hill so krass viel gelaufen bin mit L1. Mann, war das geil. So ein geiles Spiel. Warum spiele ich Pokémon, wenn so geile Spiele existieren? 100 musstest du nachfangen. Snox, hallo. Snox, vielleicht antwortest du mir. Wie ist Mario Party? Gefällt's dir? Ich habe euch gestern zugeguckt. Am Anfang zumindest. Es sieht so seltsam aus. Was ich geliebt habe. Aki, dankeschön für dein Prime. Dankeschön. Was ich geliebt habe an den ganzen Mario Partys, wenn man einfach alle Minispiele hintereinander spielen kann. Das sieht so aus, als da, dass das da so voll so seltsam ist mit Rennen oder Runde, Wario-Runde. Was ist das alles? Ich meine, vielleicht gibt es auch normale Modi, wo man einfach schön alles nacheinander spielen kann. Aber es sieht so überfüllt aus. Es gibt halt verschiedene Modi. Gibt's Online-Ranglisten? Minigame-Modi?
Rangliste gibt es auch. Du hast ja richtig Spaß gemacht. Sandan ist fast verschwunden. Was haben wir hier? Ein Shiny Funpi für Lurky. Lurky, du bist ein Shiny Funpi. Kühner, du bist ein Shiny Shillock. Wie machen wir das jetzt hier? Einfach durchlaufen. Die Bäuche schauen. Den blauen Bauch warten. Ah! Dein erstes Shiny. Olopoto, bist ein Shiny Nidorino. Hä? Shiny Nidorino, 3 Shinies hintereinander. Die Shinies werden gerade einfach so ausgeliefert. I'm Shadow, du brichst die Reihe, du bist Electek. Da drüben sind grüne Sesokids. So funktionieren Biotope nicht. Okay. Also nicht so schnell. Nicht so. Happens, hast du dir... Wer hat sich hier Mario Party geholt? Wenn ich Mario Party mir hole für 60 Euro, gibt es hier Menschen, die mit mir eine Runde spielen? Oder sagt ihr alle, Mario, was ist das? Ich will Pokémon. Wo ist Pikachu? Nur geholt? Du hast es dir geholt, aber... Jetzt morgen mal anspielen. Ich hab gar nicht... Ich weiß nicht wann. Ich hab keine Zeit dafür. Wann soll ich denn Mario Party spielen? Ich will so viel spielen. Und wenn ich dann was spiele, sorgt es dafür, dass ich einfach nicht weitermachen kann. Glaubt ihr, ich habe irgendwas vom Gen 7 Video gemacht? Nein, nichts. Und es ist bald November. Ich glaube, ich schaffe dieses Jahr den Origin Dex doch nicht. Nicht, wenn ich sowas wie Silent Hill spiele. Gott, es war großartig. So ein gutes Spiel. So ein perfektes Spiel. Deine Switch ist kaputt gegangen. Neue kaufen. Gen 8 und 9 zusammenfassen. Ich mach gar nicht Gen 9. Wer will denn Gen 9 Origin Dex? Ich brauche nur noch Gen 8. Und selbst das, weißt du, wie groß Gen 8 ist? Da ist Legends Arceus dabei. Mir fehlen noch, warte, hier steht's doch. Ich habe 1192 und es gibt 1431. Das heißt, es fehlen mir 250 Pokémon. Gen 8 hat 250 verschiedene Pokémon. Davon sind 70 Pokusan. Aber davon sind nur 70 Pokusan. Was sind die anderen? Gigas. Hisuis. Sind so viele. Keine Gen hat so viele Mons irgendwie. Komischer, also Formen zumindest. Die ganzen Daten waren leider auf der Konsole. Und? Dann tust du die Daten auf die andere Konsole. Ich weiß, ich tue jetzt so einfach, aber ihr glaubt doch nicht, dass nur weil eure Switch nicht angeht, dass alle eure Daten weg sind. Die Daten sind auf der Switch drauf. Ich meine, außer deine Switch ist verbrannt. Außer du hast sie in die Mikrowelle getan. Außer
Sie ist geschmolzen, außer sie ist explodiert. Dann sind die Daten vielleicht wirklich weg. Aber wenn eine Switch einfach nur nicht mehr angeht, heißt es nicht, dass die Daten weg sind. Die sind da drauf. Du kannst doch nicht aufgeben, nur weil deine Switch nicht mehr angeht. Und vor allem die Switch kannst du reparieren lassen. Hallo Dave. Willkommen zurück. Ich hoffe, es geht dir besser. Ganz viel Antibiotika in die Venen rein. Ist das Ramoth in Weiß immer männlich? Ich finde einfach keine Seite, die mir Antwort gibt. Wie oft hast du es denn schon resettet? Resets halt ein paar Mal. Das ist 50-50, so viel Pech kannst du nicht haben, dass das 100 Mal nur ein Geschlecht hat. Ich würde sagen, wenn du 20 gesehen hast, kannst du sicher sagen, dass es nur ein Geschlecht hat. Wenn du keine Infos dazu findest. Zehnmal? Ist ja noch keine 20 Mal. Hallo Pirchi, Dankeschön für deinen Raid. Ich habe auf Twitter gepostet, dass ich mit Gen 7 anfange. Ja, das ist ein Anfang. Ich meine, ich habe ja auch eine sehr detaillierte, ich habe ja schon alles, den Aufbau. Heute hätte ich so viel schreiben sollen. Und am Wochenende haben wir Besuch und ich muss die Wohnung putzen. Nächste Woche einfach kein Stream. Ich mache das komplette Gen 7 Video in einer Woche. Ja, ja, ja. Und dann fangen wir übernächste Woche Gen 8 an. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Schwierig, schwierig. So ein hartes Leben. Haushalt. Ich mag Haushalt. Irgendwie resette ich, glaube ich, keine Mons. Irgendwie eine dumme Stelle hier. Ich dachte auch mal, dass meine Switch kaputt ist, weil sie nicht mehr anging. Habe aber aus Versehen nur irgendeine Sperre reingemacht, die man mit dem Knopfdruck aufheben kann. Was? Eine Sperre, die die Switch nicht mehr anmacht? Gerade Sorgen um meine Switch, habe das Gefühl, sie lädt nicht wirklich. Aber sie halt jetzt länger nicht benutzt. Neue Batterie rein. Aber warum sollte sie deswegen nicht mehr richtig laden? Hast du sie in der Sonne liegen gehabt? Selbst dann. Sie fühlt sich vernachlässigt. Sie ist einfach ein bisschen beleidigt und lädt nicht mehr so schnell. Ein paar Monate warten, dann die Switch U kaufen. Genau. Sehe ich das Ding von hinten jetzt oder nicht? Ich muss den Bauch anschauen, oder? Oder halt das Gesicht. Halt mal den Powerknopf für 15 Sekunden gedrückt. Ich meine, wir wissen ja nicht, was mit der Switch nicht stimmt. Kann ja auch sein, dass sie wirklich explodiert ist. Aber nur weil eine Switch nicht angeht, sollte man nicht aufgeben.
Ich meine. Aufmachen. Alles selber reparieren. Switch ist ganz einfach. Sind gar nicht viele kleine Teile. Sana ist schon auffällig, aber nur von vorne, oder? Der Panzer bleibt gleich. Ja, wenn der Switch komplett leer ist, dann dauert es ein bisschen, bis sie wieder überhaupt was macht. Ja, ja. Ist aber mit jedem Gerät so. Kannst die meisten Geräte nicht mit 0,00001 Energie starten. Du brauchst immer ein bisschen Grundkontingent. Was machst du heute? Schwierig. Schwierig, schwierig zu erklären. Es ist ganz kompliziert, was ich heute mache. Ich versuche es erst gar nicht zu erklären. Aber habt ihr das coole neue Video von Absolblox gesehen? Ich hätte Bock, sowas auch zu machen. Nur anders natürlich. Absol hat ein neues Video hochgeladen, der hat so eine Videoreihe, wo er Pokémon auf Level 100 bringt, auf unkonventionelle Weise. Hallo JJ. Und im letzten Video hat er Terrapagos in diesem Spiel auf Level 100 gebracht, aber nur mit den Pokémon, die er aus TCG-Packs gezogen hat. Also der hat Booster-Packs aufgemacht. Und durfte nur die Pokémon mit Terrapagos bekämpfen, die im Pack drin sind, um XP zu sammeln, und hat es so auf Level 100 gebracht. Und es hat sehr, 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 sehr viele und ein bisschen Cheesen benötigt, um überhaupt auf Level 100 zu kommen mit dem legendären Terrapagos. Das fand ich eine coole Idee. Ich meine, es gibt ja schon sowas wie, ich fange die Shinies, die ich aus TCG-Packs rausziehe, okay. Aber letztens im Halbschlaf hatte ich eine Idee, wie man irgendwie wieder was anderes machen könnte. Und natürlich habe ich es vergessen. Deswegen sollte man immer aufschreiben, was man im Halbschlaf sich ausdenkt. Und ich habe meinen Vylmer endlich gekriegt, mein Shiny Vylmer. Oh, ich habe vergessen, wie viele Eier. 2800 Eier? Viel zu viel. Und Weimar ist auch noch die längste Eisstufe. Also das... Ich weiß nicht, ob es die längste ist. Aber es braucht ewig, bis es ausschlüpft. Das war so langwierig. Aber endlich habe ich Weimar und Weilord in Shiny. Aber das war jetzt in der 100.000 Eier ausbrüten Challenge... die längste Zeit für ein Ei. Für ein Shiny. Über 2000. Ich glaube, es waren fast 3000 jetzt. In der Liste steht's. Ist eher eine Vylady. Vylady. Farsky, hallo. Farsky, ich habe mir heute Ending Explained Videos angeschaut von Silent Hill. Und das war so ziemlich so, wie ich immer gesagt habe. Es ist schon so, wie ich meinte immer. Also die Leute sind auch der Meinung. Dann gibt es ja die Leute, die einen Block und einen Stift auf dem Nachttisch haben. Ja. So analog.
Habe ich gestern auch, bin aber eingeschlafen auf der Couch. Soll ich zu einem anderen Ort gehen? Das ist hier ziemlich kacke. Leos Traumtagebuch. Du suchst in Gen 1 Herrn Shiny Rosano und bist schon über 15.000. Wie machst du das? Also du machst wahrscheinlich, das ist ein Trade, oder? Rosana ist ein Ingame-Trade. Heißt sie nicht, wie heißt sie nochmal? Welcher Spitzname hat die? Auch voll cool. Ich persönlich, wenn ich es nochmal machen würde, würde ich zum einen Zapdos machen, weil ich Zapdos noch nicht habe, als eines der wenigen Gen 1 Pokémon. Aber ich würde Porenta machen. Ich fand Porenta so cool. Lilly, genau. Du fandest mein Ende eigentlich auch echt gut? Nee, das beste Ende ist das True Ending. Ich habe auch geguckt, was man machen muss, um die zu erfüllen. Und es ist halt mies. Wir haben unser Ende gekriegt, weil ich die ganze Zeit im roten Bereich war, also die ganze Zeit Schaden genommen habe. Wenn man nicht die ganze Zeit im roten Bereich ist, dann hätten wir das True Ending bekommen. Und das ist das, wo er mit Laura über den Friedhof geht. Das finde ich ist das beste Ende. Weil es noch so, trotzdem noch so offen ist. Ich suche immer noch die drei Galarvögel in Shiny. Dann streng ich doch mal an jetzt. Kann ja nicht so schwer sein. Porenta, hast du noch 520 Resets gekriegt? Geil. Du wartest auf Eneko, Krabi und Fritzel, Frizzelblitz. Ein BDSP als Schwarm. I reckon. Hebens, ich habe übrigens ein Angebot gekriegt von Temtem, ob ich Temtem Swarm umsonst antesten möchte. Aber will ich das? Ich würde, glaube ich, nichts checken. Dann warst du echt knapp dran. Nee, weil ich die ganze Zeit im roten Bereich rumgelaufen bin. So schlecht war meins auch nicht. Doch, meins war das schlechte Ende, hä? Mein Ende war das Schlechteste, was du haben kannst. Was meinst du? Was? Hast du nicht gemerkt, was passiert ist in meinem Ende? Es war das schlechte Ende. Man kann die Demo eh spielen. Oh. Aber ich hätte das ganze Spiel dann umsonst. Wie ist die Demo? Macht's Spaß? Willst du spielen? Du fragst echt Temtem, ob ich, du fragst Hebens, ob ich Temtem spielen soll? Ja, das sind andere Temtem. Das ist ja kein echtes Temtem. Ich halt wie jedes andere Swarms-Game. Schau, er mag's nicht. Schau. Ich gehe woanders hin. Ich mag sie nicht. Aber die anderen Stellen sind blöd. Vielleicht ist die Stelle okay. Ich habe gestern Shiny Galar Zapdos über Ingame Trades bekommen.
Was sehr legit aussieht aus dem Gala-Event zumindest. Die ID und OT sind richtig, aber ich kann es nicht auf Form übertragen. Da kommt dann immer ein Fehlercode. Dann scheint es wohl doch nicht so richtig zu sein, oder? Du hast ein Gala-Zapdos bekommen. Hast du im Spielstand schon... Also das gibt es in BDSP das Problem sehr oft. Die haben eine Schutzfunktion da eingeführt, aber bei Schwert und Schild dachte ich, dass es vielleicht nicht so ist. Wenn du Galazapdos schon selber hast, kannst du kein Galazapdos mehr. Also, ich kann es nur ein Beispiel von Shaman sagen. Wenn du in BDSP ein Shaman hast und du kriegst ein Shaman geschenkt, kannst du dieses geschenkte Shaman nicht auf Home übertragen, weil Home sagt, du hast schon ein Shaman aus BDSP übertragen. Obwohl es nicht dein eigenes ist. Also obwohl es komplett natürlich legit ist, dass du einfach ein zweites geschenkt bekommen hast, sagen die nö. Also es ist so dumm gemacht. Also kann sein, dass das bei Schwert und Schild auch so ist, dass wenn du Galazapdos schon gefangen hast in Schwert und Schild und kriegst dann eins geschenkt, dass dann Home sagt... das kann nicht sein, obwohl es sein kann. Ich hatte noch nie einen shiny Galazapdos. Stimmt, ich habe ja auch ein normales Galazapdos und einen shiny Galazapdos im gleichen Spiel wahrscheinlich gehabt. Nö, dann ist deins ercheatet. Ich meine, dann gibt es keine andere Erklärung. Wenn du das nicht übertragen kannst, dann ist der Code von dem falsch. Und natürlich, ja, das ist der nächste Punkt natürlich. Wenn du einfach so ein shiny, mystisches Event-Pokémon geschenkt bekommst, kannst du dir sowas von 100% sicher sein, dass das ein Hack ist, natürlich. Hast du auch einen Shiny dafür hergegeben? Es war kein Wundertausch oder sowas. Was für ein Shiny hast du dafür hergegeben? Nachher In Flames Arch Enemy Konzert? Geil. Viel Spaß, Marco. Shiny Dreier vermiebs. Jetzt lügst du. Was hast du für ein Shiny hergegeben? Du hast kein Shiny Dreier Vermiebs hergegeben. Du meinst es ernst? Dann tut mir leid, bist du selber schuld. Was zum Teufel? Warum gibst du so ein seltenes Shiny her? Woher hast du dieses Dreier-Shiny vermiebs? Habe noch paar Shiny Sweeps, einfach hoffen.
Kühner, was? Lies nochmal durch, was du geschrieben hast. Bist du dir sicher? Was du geschrieben hast. Und dass du mehrere davon hast. Also hast du auch gecheatet. Kannst du bitte einfach... Du musst jetzt deutlich sagen, was du meinst, sonst hassen wir dich alle. Regel Nummer 1. Tausche nicht online mit Leuten, die du nicht kennst. Du kannst Shinies so hacken, dass es dir nicht auffällt. Ich kann dir auch ein Shiny Galaazeptus ercheaten, was die richtigen Daten hat. Ist alles nicht schwer. Das einzig Logische, was du dann machen musst, ist auch ein Shiny Zweeps die ercheaten, damit du ein ercheatetes Shiny Zapdos bekommst. Ich habe durch Sandwiches Zweeps, habe noch 3 Stück rumliegen. Durch das letzte Sandwich habe ich da einfach nur nicht entwickelt, dass das Dreier schon hatte. Shiny Alola Vulpix hat ein komplett anderes Fell. Also du willst gerade sagen, sag nur ja, sag nur richtig oder falsch. Du sagst, du hast tatsächlich ein Shiny Dreier Famibs selber dir geholt, selber geshiny hunted. Ein einziges hast du dann endlich geschafft. Hast ein Dreier Shiny Famibs dir geholt, was das seltenste Shiny ist, das existiert im Moment. Und dann hast du dir gedacht, schick ich dieses Shiny Dreier Famibs mal irgendeiner fremden Person im Internet, damit die mir ein Shiny Galaazeptus schickt. Und oh Wunder, es war ein gehacktes Shiny Galaazeptus. Richtig. Tut mir leid, selber schuld, das ist sehr idiotisch gewesen. Wieso tust du sowas? Du bist doch jeden Tag hier, frag uns doch nach unserer Meinung. Ich hätte dir sofort gesagt, mach das nicht. Dein Shiny Dreier Famibs ist 1000-mal seltener als ein komisches Galaazapdos. Klingt nach einer wahren Geschichte. Doch, das ist eine wahre Geschichte. Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts falsch verstanden haben. X-Faptor Vibes. Hä, warum glaubt ihr das nicht? Ich glaubte sofort, dass das passiert ist. Warum glaubt ihr das nicht? Was glaubt ihr, wie die ganzen Leute an Shinies kommen? Ich war mit eigener OT alles anderes Bullshit. Das ist sowieso die andere Seite, ne? Warum will ich ein Shiny Famibs nicht mit eigener OT haben? Und hallo Erster, hi. Deine Switch geht weiterhin nicht an. Und sie ist schon 10 Minuten angesteckt. Lag sie echt einfach in der brütheißen Sonne oder sowas? Dreier Famibs ist halt viel Zeitinvestition und Zapdos kriegst du nicht mehr. Ja. Und was ist jetzt besonderer? Das, wo du hunderte von Stunden reingesteckt hast oder das, was dir einfach Game Freak geschenkt hat? Würdest du wirklich ein Shiny hergeben, in das du hunderte Stunden reingepackt hast, eines der seltensten Shinies, die überhaupt existieren auf dieser Welt, gegen ein Shiny, das einfach Game Freak dir per E-Mail-Code geschickt hat? Ah, warum laufe ich da rein? Vor allem wird Galaazeptus bestimmt irgendwann wieder geben. Ja, die Leute sind nur ungeduldig. Wartet einfach, bis es wieder verteilt wird. Und gebt nichts her, was eindeutig so viel auch mehr emotionaleren Wert hat. Vor allem, weil Leute jedes Shiny sich einfach ercheaten können mit einem Klick. Warum sollte euch jemand ein Shiny Zweeps, ein Shiny Zapdos geben?
Hacki Schmacki mit der ultimativen Methode immer wieder. Powerknopf gedrückt halten. Okay, jetzt. Hatte Hoffnung, dass es real ist, brauche dieses Shiny Galar-Vögel noch unbedingt für meinen Shiny Dex. Ja, dann wartest du einfach ein paar Jahre, bis es wieder veröffentlicht wird. Oder du tauschst mit Leuten, die du tatsächlich persönlich kennst. Oder Zeitmaschine. Ich brauche auch Shiny Diancie. Hast du schon alle anderen Shinies in deinem Pokédex? Alle. Warum kümmerst du dich, also ich schätze mal nein, warum kümmerst du dich um ein Shiny, das du nicht haben kannst, wenn du noch Shinies in deinem Dex hast, die du selber dir noch besorgen kannst, indem du Stunden und Stunden und Stunden und Hunderte von Stunden aufwendest? In den Hunderten und Tausenden von Stunden, in denen du die anderen Shiny findest, wird vielleicht Galar Zapdos wieder veröffentlicht. Wenn mein allerletztes Shiny Diancie ist, was nur in Japan bisher verteilt wurde, dann fange ich an zu überlegen, wie kriege ich denn jetzt sofort ein Shiny Diancie? Und werde rumgehen und fragen und irgendwie Glitches, keine Ahnung. Aber bevor das nicht das Letzte ist, warum sollte ich mich darum bemühen? Wenn es einfach zu jeder Zeit so wie Meloetta, können sie einfach nächste Woche sagen, hey, die Galar-Vögel in Shiny, let's go! Und dann hast du ein Dreier Famiebs dafür hergegeben. Da ist ein Shiny Leufeo. Shiny Janzi wurde nie verteilt, oder? Doch! Also geh sofort los und gib all deine Shinies her dafür. Shiny Janzi wurde verteilt. Zu Gen 6 Zeiten. Oh, der Erste, du bist ein Otaro. Perfekter Ball dafür. Warte, der perfekte Ball dafür ist tatsächlich der Timerball. Wobei, der Timerball müsste orange sein, dass es perfekt wäre. Weil gebt euch diesen Streifen oben. Aber ist der Timerball nicht orange? Ist doch nur falsch angezeigt hier. Ja, ich nehme ja schon Primärball. Shiny Ramoth wurde damals auch nur in Korea verteilt. Ja. Wir haben, wow, das sieht komisch aus. Wir haben Verox mit einem Vulkanion. Und dann haben wir Farskye mit Tangela und nochmal Mariko mit einem Tangela. Triple Shiny heute und Doppelt Tangela. Shiny Ramoth? Ja, ich habe Ignivore gebrütet. Das war eins meiner ersten Shinies, die ich gebrütet habe. Das allererste, wie ich mit Shiny Breeding angefangen habe, war, ich will einfach die schönsten Shinies haben. Und Ramoth Ignivore ist definitiv eins der schönsten Shinies. Weltweit anerkannt. Hoffentlich kriege ich die Daten gerettet. Nicht aufgeben. Gebt doch nicht sofort auf, dass eure Switch kaputt ist. Bist du sicher, dass sie komplett leer war? Das gibt's nämlich als nächstes. Dass du die Switch komplett leer gehen lassen musst, weil sie sich gerade aufgehängt hat. Und wenn jetzt der Akku komplett leer geht, kannst du es wieder neu aufladen.
Also bist du sicher, dass sie komplett leer war? Und wenn sie nicht lädt, dann kann man den Akku austauschen, was noch nicht mal so schwer ist. Man muss nur vorsichtig sein, dass man den Akku nicht kaputt macht. Ansonsten kann man die Switch auch reparieren lassen. Hast du zufällig auch Shiny Genesect? Bei Shiny Dianz hätte ich das Glück, eins zu bekommen von meiner Schwester. I am Shadow, warum sagst du es jetzt wegen Shiny Genesect? Ich habe ein Shiny Genesect. Es ist kein Wunder, ein Shiny Genesect zu haben. Das Pyroleo da sucht sein Kind. Hätt's mal ein normalfarbiges Kind geboren, dann hätte ich es vielleicht nicht geklaut. Dave, viel Glück, das wird schon. Die geht wieder an, glaube ich. Ich würde sie nochmal einmal komplett leer gehen lassen. Und dann nochmal probieren. Ich hatte das einmal, dass ich Panik hatte, weil der Bildschirm schwarz und nichts ging. Aufladen ging nicht. Und dann habe ich sie einfach liegen gelassen, ohne Strom. Und dann wieder angeschlossen und kam das Batterieladesymbol. Und dann ging es wieder. Bin voll gefangen in der 3-Famib-Story. Warum? Es ist nicht unmöglich, dass jemand das gemacht hat. Ich kenne viele Leute, die das geschafft haben, gemacht haben. Ich bin bei 50 Zweeps. Was ist daran so unlogisch? Warum sollte man diese Geschichte erfinden, wenn man sich dadurch extrem, naja... Aber die Safe leer. Dann würde ich als nächstes sie aufschrauben und gucken, ob drin irgendwas komisch aussieht. Weil es ist ja echt seltsam. Warum sollte die auf einmal nicht mehr gehen? Ich muss selbst lachen. Ja, weil ich es nicht aussprechen wollte, weil ich nicht gemein sein will. Aber warum sollte jemand mit Shiny, Dreier Shiny Famibs lügen, wenn man sich dadurch extra dumm macht? Dann würde ich doch die Lüge zurückziehen und sagen, nee, es waren nur ein Zwiebs. Wenn man merkt, dass man gerade ziemlich dumm ist. Hab gerade mit jemandem Fremdes getauscht, zum Glück war der nett. So nett, nett, ist nett, darum geht's nicht. Das ist doch alles, ist ja alles okay, aber... du kannst nicht wissen, ob das, was du gerade bekommen hast, nicht echt ist. Schmonsti. Das war's, auch wenn die Person nett ist, auch wenn das auf Form akzeptiert ist. Das ist halt die Sache, mit der du klarkommen musst. Und es ist ja auch vollkommen okay, wenn du das so machst und sagst, hey, passt mir, was der mir geschickt hat, ist echt für mich. Weil im Endeffekt ist es vollkommen egal, ob das Shiny Galazapdos echt ist oder nicht. Du hast es eh dir nicht besorgt. Du hast es eh nicht gefangen, es hat eh nicht deine OT, also was kümmert es dich, ob jemand auf den Knopf gedrückt hat oder ob es tatsächlich das ist, was Game Freak verteilt hat. Am Ende ist es die gleichen Daten, die auf deinem Home rumgammeln. Bei dem Fall ist es halt jetzt blöd, weil es anscheinend nicht richtig gehackt wurde, sodass es nicht von Home akzeptiert wird. Aber ich kann euch versprechen, dass wenn ihr ein Pokémon getradet bekommt, ihr könnt nicht wissen, ob das echt ist oder nicht. Jedes Mal, wenn ihr tauscht, müsst ihr eigentlich davon ausgehen, dass es nicht echt ist. Außer die Person hat ein Video davon, wie es passiert ist und dann das Video niemals aufhört, bis zu dem Punkt, wo es euch geschickt wird. Nur dann könnt ihr wissen, ah, das ist tatsächlich das Shiny, das so bekommen wurde und mir geschickt wurde. Ansonsten kann jeder einfach auf Kopieren drücken und das Pokémon duplizieren und euch schicken und dann haben beide das Pokémon und die eine Person hat nichts verloren. Und warum auch nicht so machen, wenn das geht? Ne? Warum sollte jemand im Internet das nicht so machen, wenn es Daten sind? Es ist kein Unterschied.
Und wenn du sowieso die Arbeit nicht gemacht hast, es selber zu fangen, sondern nur jemand gefragt hast, hey, kann ich das haben, ist es ja erst recht irrelevant, ob das, was du bekommen hast, echt ist oder nicht. Es ist nur nicht irrelevant, wenn du etwas Besonderes hergegeben hast, was kein Klon war. Weil dann hast du etwas verloren und hast etwas gekriegt, was der andere nicht verloren hat. Und dann ist es halt unfair. Aber das Pokémon ist trotzdem das Gleiche. Es ist einfach nur eine Datei, die kopiert wurde. Kennst du Winnie Day oder Fanmade Tim? Das sind beide auch Pokémon-YouTuber. Nee, wer ist es? Schöner erster Eindruck, Tugra, was du hier gerade geschrieben hast. Hallo Neo Robin. Ich hatte Hoffnung. Es bringt nichts zu hoffen. Es kann der Netteste, es kann auch ein Freund sein. Du kannst einfach faktisch nicht wissen, ob dieses Pokémon nicht ein Klon ist. Kannst nicht wissen. Du kannst nur einer Person vertrauen. Aber selbst dann, wie gesagt, ist es ja auch irrelevant. Solange du nichts Wichtiges hergibst und du hast das seltenste Pokémon, das existiert, hergegeben. Und das kannst du halt nicht machen, wenn du nicht zu 100% weißt, dass das was Echtes ist, was du da bekommst. Und selbst dann ist ein Dreier-Shiny Famieps um einiges mehr wert als ein Galar-Zapdos. So viel mehr. Aber dir anscheinend nicht. War es nicht so anstrengend, dieses Dreier-Famieps sich zu holen. Was ist mit Just Nox? Genau. Du bist voll cool. Ja, du aber nicht, weil du kennst Just Nox anscheinend nicht. Einer der besten Pokémon-YouTuber. Und auch Domji kennst du anscheinend nicht. Einer der zweitbesten. Also. Ich renne die ganze Zeit viel zu weit weg. Kann man die Switch sorgenfrei aufschrauben? Guck dir halt so ein iFixit-Post an, so ein Blog-Ding, wo 1:1 fotografiert ist, was du machen musst. Ich habe die auch schon mal aufgeschraubt. Es wird halt, wenn du gewisse Sachen entfernen möchtest, musst du meistens alles auseinanderbauen und dann wird es sehr kleinteilig. Und die Batterie ist besonders gemein, weil die Batterie ist leicht festgeklebt. Und wenn du dann mit was Spitzem... Und da gibt es ein Video von Beat'em'ups, wo er probiert hat, die Batterie rauszudrücken, weil du musst sie rausdrücken und von dem Kleber lösen. Und der hat die angestochen dabei und auf einmal kommen Funken raus. Das heißt, wenn du die Batterie raustun möchtest, musst du aufpassen, da musst du irgendwie mit einem Föhn drauf und den Kleber... Also musst du aufpassen, dass du Sachen benutzt, die nicht scharf sind. Aber ansonsten, mach einfach mal die Abdeckung auf, dann siehst du es. Ohne Abdeckung passiert, also wenn du einfach nur die Abdeckung abmachst, ist gar kein, alles gut. Ich habe auch schon welche aufgeschraubt und gereinigt, hat nur nichts gebracht. Leos meint natürlich. Domji, einer der zweitbesten Pokémon-Streamer. Auch das Famieps war anstrengend, hatte nach 67 Zweeps dann das Dreier, aber ich brauche trotzdem die Galar-Vögel für den Shiny-Dex. Natürlich brauchst du die Galar-Vögel für den Shiny-Dex, aber sag mir, wie viele verschiedene Shinies hast du inzwischen? Hast du inzwischen? Also, sind die drei Galar-Vögel wirklich die allerletzten Shinies, die du brauchst? Okay, Togramann, bis später, Alter! Hau rein, Mann. Kuss auf die Glatze, keine Ahnung. Wäre traurig, wenn man mit 12 schon eine Glatze hat. Oliver MKP, Beste. Wir sind ja noch nicht mal durch. Ich wollte ja noch die ganze Fraktion aufsagen.
Kuss auf die Nuss kann ich nicht sagen. Was hast du gesagt? Bitte melde dich wieder. Ich weiß nicht, ob ich 5 Minuten ohne dich packe. Hallo Sword of the Demon King. Bitte sag dann aber wieder, wenn du da bist. Warum sind wir so gemein? Warum habe ich euch so gemein erzogen? Juniper, du bist ein Bidisa. Demon King, du bist ein Olivinierer. Warum seid ihr so gemein? Kinder müssen lernen, dass du nicht einfach mit sowas davonkommst im Internet. Problem ist, er hat jetzt nichts gelernt. Du bist Gott, ja. Wir sind genauso verbittert und voller Hass wie der Streamer. Ja. Community spiegelt den Streamer wieder. Ich weiß. Ich dachte nicht, dass ich so ein nerviger Sack bin. Anscheinend schon. Natürlich fehlen mir noch richtig viele Shinies, aber dann hätte ich Zapdos abhaken können. Ja, aber Kühner, denk doch nach, was ich vorhin gesagt habe. Warum willst du jetzt etwas abhaken, was vielleicht Game Freak einfach in den nächsten Jahren wieder veröffentlicht? Und du wirst sowieso noch Jahre brauchen, bis du den Living Decks, Shiny Living Decks voll machst. Ich kenne das so, ich will es jetzt einfach weghaben, aber es ist doch total doof zu denken, oh, ich will das weghaben, wenn du andere Sachen machen kannst, die du jetzt sofort machen kannst. Warum dann irgendein, das ist, aber naja, jetzt hast du es ja gelernt, hoffentlich. Und jetzt weißt du, vertraue niemandem im Internet und gib nicht das seltenste Pokémon her, das du jemals gefangen hast. Für etwas, was ich, tut mir leid, Kühne, aber ich werde so lachen, wenn sobald das nächste Mal Shiny Galar Zapdos verteilt wird. Lektionen müssen ausgeliefert werden, ausgedischt werden. Rechts und links. Vogel will nicht kommen. Jetzt beschwer die nicht. Siehst du hier einen Sandan? Nix ist da. Hallo Biso. Bist du bei knapp 600 unterschiedlichen Shinies? Respekt. Bye Marco. Viel Spaß. Hallo Grimlock. Ja, war wirklich sehr dumm, hast recht. Mehr wollte ich gar nicht hören, dass ich recht habe. Soll ich jetzt ein Gewürz benutzen? Vielleicht sollte ich Gewürze benutzen. Wo sind die nochmal? Aber ich hab nix. Nein, nein, nein. Mensa-Menü. Ich hab keine BP. Ich hab die alle bei dem Event ausgegeben. Was willst du denn auf der Switch überhaupt spielen, Dave? Lass doch lieber irgendwelche coolen DS-Spiele spielen. Wenn jetzt alle meine Switches kaputt gehen würden, würde ich, glaube ich, echt mir überlegen, ob ich nicht warte bis... Wobei aber Legends Plaza... Hört auf Leopold, der ist Veteran. Ja, und es gibt ein...
bildlichen Beweis dafür. Gibt doch, wie groß das ist und klein das da. Wollte mein Meloetta mal anschauen und wahrscheinlich das zweite holen. Also ich bin ja auf ein riesiges Mysterium gestoßen, ne? Vielleicht hat jemand hier eine Idee. Riesiges Mysterium, 1 Million Preisgeld, wer das Mysterium löst. Nein, war gelogen. Und zwar, ich habe ja auch in meinem Meloetta-Video das kurz aus Versehen mich versprochen. Ich habe einfach nur gesagt, das habe ich auch letztens gemacht, um Zeraora zu bekommen. Ah nee, ich meine Magiana. So, ich habe mich wirklich versprochen, ich habe Zeraora gesagt, aber ich meinte Magiana, dass ich ja letztens alle Pokémon nochmal auf ein anderes Home übertragen habe, um nochmal ein originales Magiana zu bekommen. Habe ich versprochen, dass es das Zeraora ist. Und dann in den Kommentaren natürlich, was, wie bekommt man Zeraora? Weil es ist auch ein Mystery-Gift in Pokémon Home. Und dann schreiben die Leute zu Recht drunter, das war nur damals in einer Woche zu bekommen bei Schwert und Schild bei einem Event. So, jetzt erklärt ihr mir bitte, weil ich finde keine Erklärung, warum ich das nochmal bekommen habe. Ich habe alle Pokémon für Magiana übertragen auf ein neues Home. Heißt Gen 1 bis 8, aber keine Formen zum Beispiel. Wirklich nur die Pokémon ohne bestimmte Formen minus die Schwert- und Schild-DLCs. Also es hat bei Endynalos aufgehört. Und so habe ich Magiana gekriegt. Aber eben nicht nur Magiana, auch das Shiny Zeraora war wieder ein Mystery Gift und ich habe es wieder. Ich habe 2 Shiny Zeraoras jetzt von Pokémon Home. Und das eine hat sogar das Datum 16. Oktober oder sowas. Also es ist wirklich passiert. Warum? Warum konnte ich in einem komplett neuen Pokémon Home, ich nehme eins, kriegst du nicht, nur gegen Shiny Galazapdos. Nur gegen Shiny Dreier Famibs. Wieso habe ich ein zweites Mal, 4 Jahre später, ein Shiny Zeraora abholen können, obwohl ich nur die Pokémon übertragen habe von Gen 1 bis 8. Und Gen 1 bis 6 waren alle Origin Decks. 7 war noch komplett querbeet durch, da hatte ich die noch nicht übertragen. Und 8 ist auch komplett querbeet durch, wahrscheinlich die meisten aber natürlich aus Schwert und Schild gefangen. Meine Theorie war, weil die Beschreibung auf PokeWiki ist, ein Pokémon muss auf Home übertragen werden von diesem bestimmten Zeitraum. Und deswegen dachte ich, bei Gen 8 waren Pokémon dabei, die in diesem gewissen Zeitraum gefangen wurden. Somit hat Pokémon Home gedacht, das ist das Zeraora-Event. Ich gebe dem ein Zeraora-Event. Weil PokeWiki sagt wirklich einfach nur, das Event sagt, ein Pokémon muss in diesem Zeitraum übertragen werden auf Home. Also dachte ich, das Datum, wann dieses Pokémon gefangen wurde, muss einfach nur das sein. Was man einfach faken könnte jetzt. Einfach Switch auf das Datum stellen. Und dann auf Home übertragen und sich Shiny Zeraora abholen. Also wer von euch noch nicht Shiny Zeraora hat in Pokémon Home, könnte das mal probieren, ein Pokémon zu fangen mit der Switch auf dem Datum von dem Event und auf Home übertragen. Aber ich kann euch gleich sagen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren, denn jemand in den Kommentaren hat drunter geschrieben, habe ich gerade probiert, ich hatte noch Pokémon von dem Zeitraum, hab's übertragen, ich habe nicht das Shiny Zeraora bekommen. Wie war das Datum? Musst du nachschauen. Ich dachte, das Datum ist in Home egal. Lurky, das ist doch ein ganz anderes Thema jetzt. Warum bist du denn jetzt verwirrt über irgendein Datum? Was? Das ist doch ein ganz anderes Thema. Was, Home ist das Datum egal? Was? Was? Du denkst an Gen 4 und Gen 5. Wir sind in Gen 8. Ich brauche ein normales, aber nicht das Shiny. Es geht hier aber um Shiny. Ich habe auch Zeraora bekommen, ewig nachdem es verteilt wurde. Ich wusste damals nicht mal was von dem Pokémon, bis ich es bekam. Meine zweite Theorie ist, wenn es nicht einfach nur das Datum ist,
wenn ich jetzt diesem Kommentar glaube, unter meinem Kommentar, also es ist nicht einfach nur ein Pokémon, das zu dem Zeitraum gefangen wurde, sondern irgendwo in den Gen 8 Pokémon ist registriert, dass sie gefangen wurden, während das Event live war. Also nicht nur, dass einfach nur das Datum ist, sondern irgendwie ist in den Pokémon hinterlegt, dass da das Shiny Zeraora Event war. Ich verstehe das nämlich sonst überhaupt nicht. Weil es kann ja, ich würde es ja auch verstehen, wenn es per Safe Game geht, ne? Also wenn ich einfach ein Safe hätte, wo hinterlegt ist, dass ich das Shiny Zeraora abgeholt habe und das Safe wird verknüpft mit Home. Aber die Saves werden ja nicht mit Home verknüpft. Ich habe ja niemals den neuen Home-Account. Ah, vielleicht ist es das. Aber dann. Das macht trotzdem keinen Sinn, weil mit dem Account habe ich keinen Schwert- und Schild-Account. Aber sowas muss es ja sein. Sowas, das irgendwie Home bemerkt hat, das kommt von einem Speicherstand, wo das Zeraora-Event passiert ist. Was bedeutet, dass es nicht möglich ist heutzutage? Weil wenn du damals, deswegen JJ, so hast du es vielleicht gekriegt. Vielleicht hast du zu der Zeit Schwert und Schild gespielt, hast aber nicht mitbekommen, dass das Zeraora-Event ist. Hast nicht das gemacht für Zeraora. Hast nicht mitgemacht bei Zeraora. Aber du hattest halt zu dem Zeitpunkt gespielt. Das heißt, dein Safe hat gesagt, hey, die Pokémon sind von da. Und dann hat es das halt Jahre später getriggert. Weil ich kann jetzt anscheinend mit den Pokémon, die ich habe, welche auch immer das sind, immer wieder einen neuen Home-Account machen und entsetzlich viele Shiny Zeraora herstellen. Umständlich, aber ich könnte anscheinend, weil irgendwo bei meinen Pokémon hinterlegt ist, dass sie Shiny Zeraora kriegen. Aber das wäre cool, rauszufinden, ob man das irgendwie künstlich kreieren könnte. Weil irgendwie habe ich es ja künstlich kreiert, aber halt wahrscheinlich ist die Bedingung, trotzdem damals mitgemacht zu haben. Der Unlimited Shiny Zeraora Glitch, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das testen soll, außer Pokémon für Pokémon übertragen und dann gucken, welches das Mystery Gift getriggert hat. Und wenn du das weiterschickst, könnte das jemand anders bekommen. Ja, ist ja einfach ein Shiny Zeraora, das kann man einfach weiterschicken über Home. Über Home vielleicht nicht, weil Mystische kann man nicht über Home schicken, aber man kann es in Schwert und Schild tauschen. Ich meine, das Pokémon, das das Event triggert. Ah, ja, schau. Ich meine, aber es wäre umständlich, das Pokémon weiterzuschicken, das das Event triggert, weil das Zeraora ist eh ein bestimmtes, also es bekommt nicht deine OT oder irgendwas. Also bevor ich die Pokémon weiterschicke, die das Event triggern, kann ich auch einfach die Zeraoras weiterschicken. Wobei es natürlich weniger Arbeit wäre, weil dann müsste ich nicht immer wieder ein Zeraora mir machen, sondern ich könnte einfach nur das Pokémon verschicken, das es bei den anderen triggert. Die OT ist Home, ja. So wie bei Meloetta auch. Ich meine, bei Meloetta geht's ja auch. Man könnte einfach halt Paldea-Pokémon von irgendjemandem nehmen und seinen Home-Dex füllen. Das triggert auch das Event. Also was muss ich in mein Home reintun, dass das Zeraora-Event getriggert wird? Aber es könnte auch sein, dass wirklich Home meinen Speicherstand angezapft hat. Aber dann stimmt die Beschreibung nicht, weil die Beschreibung sagt ja, es muss ein Pokémon übertragen werden, das von dem Zeitpunkt kommt. Aber dann unterscheidet Home irgendwie zwischen dem Datum und irgendetwas, was man nicht sieht. Jetzt flackert die Switch leicht auf. Also immer so kurz das Nintendo-Logo, jetzt geht's wieder. Schau. Die Batterie war einfach komplett exhausted, weil du sie so schlecht behandelt hast.
Aber das Terror wurde damals doch nur verteilt, weil Summe X Dinner Raids erreicht wurden. Ja, aber dann wurden sie an alle verteilt. Du musstest nicht bei den Dinner Raids mitmachen. Oder? Ich glaube, du musstest es nur allgemein, die Community musste es schaffen und dann wurde das Shiny Zerore an jeden verteilt, der in diesem Zeitraum sich in Home quasi das abgeholt hat. Ich glaube, man musste einmal einen machen. Dann ist das hier aber noch komischer. Aber dann ist es ja noch komischer, warum ich das jetzt nochmal bekommen habe. Weil der Home-Account hat das nicht nochmal gemacht. Ich habe das einmal gemacht auf meinem Leos Mind-Account, aber mein anderer Account, der grüne hier, mit dem ich gerade Kamezin und Popo spiele, der Account hier hat das Event in Schwert und Schild damals nicht gemacht. Also es kann nicht damit verknüpft sein. Außer, dass es halt in irgendeinem Pokémon hinterlegt. Shiny Sandan braucht länger als Tugra. Ja, ich glaube auch, er wird nie wiederkommen. Er hat uns im Stich gelassen. Ich habe auch in Erinnerung, dass es hieß, man muss mindestens ein Raid gemacht haben, um sich zu registrieren für Zeraora. Aber das würde noch weniger erklären, warum ich jetzt 4 Jahre später wieder eins bekommen habe. Vielleicht sollte ich auf Reddit einfach mal das schildern und jemand weiß das. Ich würde es wirklich gern wissen, wie ich 4 Jahre später das triggern konnte, doch auf einem komplett neuen Home-Account. Weil wenn es an irgendetwas liegt, was man rekreieren kann, dann kann sich jeder das immer wiederholen. Dann ist das wie Meluetta. Du musst einmal die Aufgabe erfüllen und dann kriegst du es. Mauri, du bist ein Finion. Du dachtest, das sind Dusselgurs? Das, was hier rumläuft, dachtest du, sind Dusselgurs? Lady, du bist ein Ohr doch. Welches Spielstand hast du benutzt von Gen 8? Vielleicht liegt es da dran. Ja, irgendwie muss es daran liegen. Natürlich habe ich den Spielstand... Natürlich, ich weiß nicht, welche Pokémon es waren, aber da waren bestimmt Pokémon dabei, die ich mit dem Spielstand gefangen habe, mit dem ich auch Shiny Zeraora bekommen habe. Ich habe auch keinen Bock, nochmal ein drittes Mal einen Home-Account einzurichten. Dann brauche ich ja sogar einen dritten Nintendo-Account. Sinister, du bist ein Tauboss.
Taylor, du bist ein Pepek. Pepek, Pepek, Pepek. Welches Pokémon? Kurz gesagt, ich habe mir einen neuen Home-Account gemacht für Original Magiana. Hab alle Pokémon von Nummer 1 bis Endynalos auf den neuen Account übertragen, hab Original Magiana bekommen, aber auch Shiny Zeraora. Und Shiny Zeraora hat man damals nur in einem gewissen Zeitraum bekommen. Und die große Frage ist, was habe ich gemacht, dass ich Shiny Zeraora jetzt nochmal bekommen habe? Irgendeins meiner Pokémon musste hinterlegt haben, dass ich das Recht habe, ein Shiny Zeraora zu bekommen. Obwohl das nur zu einem, in einem Zeitraum möglich war damals. Oh mein Gott. Ich habe mal übertragen. Was hast du übertragen? Wie testest du es? Ein Pokémon mit dem Zeitraum? Das wäre zu einfach, das hätten die Leute schon rausgefunden. Sehr interessant, bin mal gespannt, was du rausfindest. Nix, nix werde ich rausfinden. Andere Leute müssen was rausfinden. Ich kann euch nur sagen, dass das so war. Ich kann echt nicht noch einen dritten Home-Account machen. Da kriege ich, da, blech, dafür, also, ne. Ich probiere es auch aus. Nehmt auf dabei. Man braucht immer Beweise bei sowas. Nehmt auf, was ihr übertragen habt, was ihr probiert habt, in dem Moment, wo es dann triggert. Ich habe die Aufnahme, wie ich das übertrage und es Bling macht, aber ich habe ja auch damals bei dem Event mitgemacht. Es müsste jemand rekreieren, der damals nicht mitgemacht hat. Aber das geht halt wahrscheinlich nicht. Viorox hat Urgel, sehr gut. Du hast auch nicht bei dem Event mitgemacht. Also wir könnten es halt. Ich könnte es anhand von euch testen. Ich könnte meine Home-Pokémon anschauen. Und dann können wir überlegen, ob irgendwo eins dabei ist, das so aussieht. Und dann schicke ich das einem von euch. Und ihr übertragt es auf euer Home und schaut, ob das triggert. Und so können wir einzelne Pokémon von mir ausprobieren, die das triggern. Es muss ja auf jeden Fall in dem Zeitraum sein. In dem Zeitraum sieht man ja. Nach dem kann man nur leider nicht filtern. Weil ich habe auch extra geguckt, habe ich das Shiny Zeraora selber übertragen? Nein, das habe ich nicht übertragen, weil ich habe Shinies nicht übertragen. Weil das wäre das Erste, was ich gesagt hätte. Ah, ich habe Shiny Zeraora übertragen als Beweis, dass ich Shiny Zeraora habe. Triggert er dann auf den neuen Home-Account nochmal. Oh, er hat da mitgemacht, also kriegt er nochmal eins. Aber ich habe Shiny Zeraora nicht übertragen. Ich wäre gerne das Versuchskaninchen. Alle wollen Shiny Zeraora. Ich meine, hier kommt eh nichts. Ich kann mal kurz in mein Home reingucken. Welches es sein könnte. Bei dir ist nichts passiert. Es passiert sofort, ne? Also du musst nicht warten. Du musst, aber halt so wie Meloetta musst du es in der Home-App abholen.
Nur Beast, dem reicht sein Shiny Gengar. Du hast dein Shiny Zeraora weggegeben sogar? Warum? Okay, schauen wir mal die Gen 8 Box durch, was da das Datum war. Ulopota hat vorhin das Datum geschrieben, wo... ...30. Juni bis 6. Juli. Ja, das hier sind meine Gen 8 Pokémon. Oh Gott, muss ich hier draufklicken, um das Datum zu sehen? Hier. Also erstmal müssen wir 2020 gucken. Was war es? 30.06. 30.06. nach oben. Erster Zehnter, ne. 30.01. Zweiter Fünfter. Wie alt ist das denn? Das ist aus Galar sogar. 30.01. Okay. Moment, warum bist du shiny? The fuck? Achso, ich bin rübergegangen. Oh Gott. Okay. Das war mein Pokerus-Ditto, dass ich Wundertausch gesucht habe, um ein Pokerus-Video zu machen. So. Es sind nicht, also bisher, ich dachte, die alle sind vielleicht aus dem Zeitraum und dann wird's schwierig. Wenn keins aus dem Zeitraum ist, dann wird's richtig interessant. 2.5. Wir sind 30.06., ne? Weil Juni. Ja. Die sind alle, als das Spiel rauskam, gefangen, noch in 2019. Zwanzigster Siebter, zu spät. Das war's. Dieses Geräusch. Ich glaube, ich hatte die noch übertragen hier, weil halt die Box, aber die muss man nicht übertragen. 21.06. ist auch zu früh. Die Geräusche. 17.12.2020? Ah ja, ein Jahr später. Aber wir können noch... Aber ich habe die anderen Boxen nicht übertragen. Ich habe... Allein die hier habe ich schon nicht mehr übertragen. Schau, bei mir ist noch nicht mal ein Pokémon in der Box, was aus dem Zeitraum ist. Die habe ich sicher nicht übertragen. Aber wir gucken. Jahrzehnte. Naja, ist auch zu spät. Weil das DLC. Dann
muss es Gen 7 sein? Weil, aber die Gen 7 kann ich jetzt nicht überprüfen. Weil das ist schon alles das Neue. Das ist alles schon hier Origindex. Wunderschön übrigens. Aber ich hab's, glaube ich, noch. Ich hab die, glaube ich, noch hier. Hier. Muss ich jetzt Gen 7 Pokémon durchgehen? Also wenn nicht mal eins mit dem Datum hier drin ist, dann check ich's ja gar nicht. Dann muss er ja meinen Speicher schon abgezapft haben. Aber wie? Aber alle zu der ähnlichen Zeit, immer so, wenn 2020, dann am 20.06. Was habe ich denn da gemacht? Beziehungsweise eigentlich, ne. Ich habe keine Ahnung. Ich habe kein Pokémon von diesem Datum. Alle knapp, also 30.06. geht's los, ne? Oder wann? Warte, komm, ich guck einmal kurz nochmal selber. Siebzehnter bis Sechster. Habe ich das vorhin jetzt falsch von Olopoto abgelesen? Dann sind es ja voll viele. Ich habe immer auf 30. geguckt. Olopoto, du hast es falsch geschrieben. Oh. Schau, deswegen kann ich euch immer nicht vertrauen. Du hast eine Woche zu spät geschrieben. Nee. Ja, du hast. Nee. 17. bis 6. Also das hier allein. Das hier ist zum Beispiel eins. 17.06. Und das ist 22.06. Laut PokeWiki war da die Verteilung. Nö, laut PokeWiki steht hier 17. Achso, ja, das kann sein, aber das Wichtige ist das hier. Damit Zeraora schillernd getriggert wird, muss ein Pokémon vom 17. Juni 2020 bis zum 16. Juli 2020 auf Pokémon Home übertragen werden. Das Event selber war davor. Ich sehe einen anderen Zeitraum. Ja, weil ihr woanders guckt. Ob man das faken kann. Darum geht's seit einer Stunde. Und wo habt ihr geguckt? Ist da? Ja, das ist es.
Ihr guckt hier, das war das Event. Der Eventzeitraum war vom 30. Juni bis zum 6. Juli. Aber die Beschreibung, dass das getriggert wird, ist 17. Juni bis 6. Juli. Aber ihr habt das ja schon probiert. Das Datum geht nicht. Aber was vielleicht eben geht, ist, wenn ich euch jetzt ein Pokémon gebe, das ich selber in diesem Zeitraum gefangen habe, mit einem Speicherstand, der ein Zeraora gefangen hat. Wie zum Beispiel anscheinend dieses Wolverock. Was 6 Tage danach gefangen wurde. Das kann ich aber sogar in Karmesin und Purpur reintun, da muss ich nicht mal das Spiel wechseln. Wenn dieses Wolverock jetzt funktioniert, dann könntet ihr dieses Wolverock bei euch einfach die ganze Zeit hin und her tauschen und jeder kann sich damit ein Zeraora abholen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Ah, mit dem Account kann ich nicht tauschen. Okay, dann ist es egal. Mauri, bist du da? Du willst Versuchskaninchen sein, hast du gesagt. Hast du gerade Zeit in Kamisin und Popo, das zu probieren? Also ich wüsste nicht, was ich sonst für ein Pokémon nehmen sollte, außer eins, das dieses Datum hat. Und das hat dieses Datum. Mehrere haben so ein Datum, aber das halt auch. Genau, auf Home übertragen und dann gehst du in die Home-Handy-App und schaust, ob das Mystery Gift für Shiny Zeraora da ist. Hunger auf den Spielstand zugreifen. Ja, aber nicht mein Handy. Du hast ein Shiny Mewtwo im Wundertausch bekommen. Und du hast dieses Shiny Mewtwo, das du dann in Karmesin und Purpur bekommen hast, freigelassen und hast trotzdem den Shiny Pokédex-Eintrag. Das kann eigentlich, das, also ich weiß, du sagst es doch, aber ich, das kann nicht sein. Es kann aber sein, dass du irgendwo anders ein Shiny Mewtwo mal gekriegt hast und es auf Form getan hast und nicht gemerkt hast. Oh mein Gott, Tugra ist wieder da, Leute. Tugra ist wieder da. Endlich. Unser Fan Nummer 1, Fan Nummer 3. Er mag anscheinend Winnie Pooh Dings und Fanmade Tim lieber. Freut mich, dich zu sehen. Hier, Mauri. 69692424. Wenn das jetzt geht, ja, es muss mit dem Speicherstand was zu tun haben, aber es macht halt auch keinen Sinn, weil mit dem Speicherstand von dem Home habe ich das Zeraora nie bekommen. Also das Schwert und Schild, das verknüpft ist mit dem Home-Account, hat nicht so einen Speicherstand. Oh, ups. Switch funktioniert immer noch nicht. Was hast du denn probiert? Ich besitze kein Shiny Mewtwo. Und du hast trotzdem den Eintrag.
Das ist ein ganz anderes Thema, was seltsam ist. Das sollte eigentlich nicht so sein. Eigentlich sollte ein Shiny erst hinterlegt werden, wenn du das Pokémon einmal auf Home tust und speicherst. Erst dann sollte es im Pokédex in Home erscheinen. So, dieses Wolverock wurde gefangen in dem Zeitraum, wo das Shiny Zeraora Event war. Das ist meiner Logik nach eines der Gründe, warum ich eins wiederholen konnte. About Flo, Dankeschön für 16 Monate. Du kannst es eh gerne behalten, ne? Ich brauche das nicht. Also wir müssen jetzt nicht nochmal zurückschicken. Du musst das Schwert und Schild benutzt haben für den neuen Home-Account. Ja, uns hat ja damit jetzt auch nichts zu tun. Okay, Mauri, wenn es nicht geht, dann tu dein Wolverock auf Schwert und Schild und dann auf Home. Hab so viele Aufnahmen von YouTuber-Shoutouts, zum Beispiel von Fanmade Tim. Cringe. Wieso cringe? Wieso nicht cringe? Ich habe ganz viele Bilder von Gengar. Hast sie selbst gemacht, selbst geschossen. Ich finde Winnie Day auch cool, aber Leos Mind ist der Beste. Es wäre jetzt auch sehr schlimm, wenn du mich hinter Winnie Day gestellt hättest. Es gibt Minigames, wo wir uns battlen können. Hast du mal ausprobiert? Gibt es wieder sowas wie. Aber kann man die auch geil so halt grinden? Oder ist es bestimmt, oder? Kann man schön einzeln auswählen, Rekord anzeigen lassen und so. Oh, wann soll ich das machen? Ich hätte so Bock, wie dieses dumme Seilspringen war schon Pain, aber geil. Wie viel Shiny Gearspins habt ihr? Ich habe zwei. Ich habe 83. Warum hast du nur zwei? Cringe. Jeder hat am Wochenende Zeit, genau. Wochenende habe ich weniger Zeit als unter der Woche. Ich bin gespannt. Keiner kommt an Trimax ran.
Ich bin so gespannt auf Mauri, was er sagt. Aber es wird nicht funktionieren. Es wäre zu einfach. Es ist irgendwo. Aber es kann auch nicht im Spielstand hinterlegt sein. Es muss im Pokémon drin sein. Wir müssen gleich Paint rausholen. Und dann genau male ich auf, was passiert ist. Dann kann man nachverfolgen, wo der Schnittpunkt gewesen sein muss. Hab nix. Ich teste mal mit Schwert und Schild. Aber es macht keinen Sinn. Warum sollte es mit Schwert und Schild funktionieren? Das ist ein Schwert und Schild-Pokémon. Das ist in Galar gefangen. Ist komplett egal, ob das von wo das... Kann keinen Unterschied machen. Wenn, dann müssen wir es direkt auf Schwert und Schild tauschen. Aber das macht auch keinen... Das macht auch keinen Sinn, weil... Das Pokémon ist das, was übertragen wird. Und bei dem sind die... Bei dem sind die Sachen hinterlegt. Montag bis Donnerstag ist Butter Chicken Tag. Die Woche war gar kein Butter Chicken Tag. Tugra, warum bist du so wie du bist? Bist du irgendwie 8 Jahre alt? Nein, 12. Ach, danke. Falle eröffnet, Falle zugeschnappt. Bam! We got him, boys and girls. Got him. 12-Jährige sind auf Twitch nicht erlaubt. Hinfort mit dir, du kleines Kind. Hier hast du deinen Shoutout. Tugra, das kleine Kind, ist nicht willkommen in Leos Mindstream. Damit kannst du jetzt angeben in den anderen Poketubern-Streams. Ich vermisse ihn jetzt schon. Ja. You activated my trap card. Ich wollte noch die Wesen von den Shiny Gierspenstern wissen. Alle kühn. Ne, alle mild. Mild ist kühn, ne? Alle kühn. I choose part of greed. That's not how it works. Beast, er kann dich nicht mehr lesen. Du musst nicht schleimen. Er kann dich nicht mehr sehen. Ich probiere es gerade mit dem Account, der definitiv auf meiner Switch schon war, als es das Event gab. Aber du hast damals das Shiny Zeraora auch abgeholt, oder? Es wäre jetzt interessant zu sehen, ob es bei dir auch einfach funktioniert. Aber es wäre schön, auch einen Account zu haben, bei dem wir rausfinden könnten, wie es funktioniert. Weil ich kann es halt nicht nochmal testen. Und ich mache mir nicht sicher noch einen Account. Ja. Jenny Quatermack, GG.
Tote können das auch nicht, man hört trotzdem die Rede. Okay. Hier, wo ist mein Paint? Pass auf. Vielleicht verstehen wir das besser wie immer, wenn man es aufmalt. Ich habe einmal Home, alt. Und dann einmal Home, neu. Okay? Wunderschön. Hier habe ich alle drin, ne? Alle meine Pokémon sind drin und Shiny Zeraora. Hier ist nichts drin. Account. Das ist Account 2. Das ist Account 1. Okay. Wir nehmen das Ganze jetzt nur an Schwert und Schild, okay? Weil es sind ja mehrere Spiele, aber wir nehmen das anhand von Schwert und Schild. Ich habe Schwert und Schild Account 1. Ich mache mal hier ein Schild rein. Das ist ein Herz, egal, Schild. Und hier Schild Account 2. Und hier habe ich Shiny Zeraora drin. Das sind Schiller-Symbole. Okay. Hier ist Shiny Zeraora drin. Ich musste jetzt, also hier habe ich es auf jeden Fall freigeschalten und hier ist es auch drin. Ich habe damals einfach zu dem Zeitpunkt Pokémon auf Home übertragen und dann war Shiny Zeraora hier. Aber ich mache die Shinies wieder weg. Egal, ich habe auf jeden Fall alle Pokémon hier drin. Jetzt musste ich von meinem alten Home-Account all die Pokémon nehmen. All die Pokémon in den Boxen. Habe ich genommen aus Alt und in den Account von Schild 2 rein, indem ich nicht das Shiny Zeraora geholt habe. Okay, wenn man es doch hier ist Shiny. Das ist der Shiny-Account mit Shiny Zeraora. Und dann habe ich mich umangemeldet auf ein komplett neues Pokémon Home und habe die Pokémon von hier nach da transferiert. Und auf einmal hat es hier bling, 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 bling gemacht. Zeraora. Wie? Weißt du, das meinte ich. Dieser neue Home-Account hat niemals Zugriff auf den Speicherstand gehabt von dem, wo Zeraora passiert ist. Niemals. Was gar nicht geht. Doch, es geht. Warte mal. Ah, warte, so rum habe ich es gemacht. Warte, weil man muss es ja nicht so machen. Ich habe es wahrscheinlich so gemacht. Ich habe es so gemacht. Dann waren die Pokémon alle auf dem Shiny-Account. Dann habe ich Home aufgemacht und mich verknüpft mit dem Account. Und habe es dann hier drauf getan. Und dann war kurz mein neuer Home-Account auf der Switch verknüpft mit dem Account 1, wo tatsächlich das Event stattgefunden hat. Und dann zurück habe ich es dann andersrum machen müssen. Zurück habe ich es dann so gemacht. Ja, so muss man es machen. So rum. Anders geht's gar nicht. Das heißt, es kann sein, dass entweder hier ein Pokémon dabei war, das irgendwie dieses Event in sich hat und sagt, ja, darfst du haben. Oder einfach nur der Fakt, dass ich meinen neuen Home-Account mit dem Account verknüpft habe, wo ich das Event damals gemacht habe. Und da, also wir können es jetzt noch mit vielen anderen Pokémon durchgehen, die auch das richtige Datum haben. Aber wenn es bei dem einen nicht funktioniert, warum sollte es bei einem anderen funktionieren? Und bei Mauri hat es ja nicht geklappt. Also muss es damit zu tun haben, dass ich den Account verknüpft habe, bei dem ich es damals gemacht habe.
Ja, vielleicht steht da unten gerade ein Shiny Sandern. Du hast auch Pokémon mit dem Datum übertragen, bringt nichts. Ja, und es bringt auch nichts, wenn man welche überträgt von einem Account wie meinen, der es geschafft hat. Es muss wirklich was mit dem Speicherstand zu tun haben, den man dann kurz hier aufruft. Anders macht es keinen Sinn. Und somit ist es unmachbar für andere, außer die, die es bereits geschafft haben. Aber deswegen kann ich mir unendlich viele Zeraoras abholen. Das ist wie Professor Eichs Brief. Man holt sich einmal Professor Eichs Brief. Oder zumindest, wenn man sich ganz viele Professor Eichs Briefe geholt hat, kann man unendlich lang dieses Event machen. Und ich habe halt einmal bei dem Event mitgemacht und kann jetzt unendlich oft diese Shiny Zeraora abholen. Ich komme und sehe Picasso. Gern geschehen. Klar, Mauri. Das hatten wir auch als erstes probiert. Einfach ein Pokémon das Datum geben. Switch umstellen. Weil das war meine Erklärung, warum das halt geht. Aber dann haben Leute gesagt, es geht nicht. Und dann war die nächste Überlegung, vielleicht muss es dann ein Pokémon von mir sein, der es geschafft hat. Aber da das jetzt auch nicht geht, muss es wohl der Speicherstand sein, der es geschafft hat. Also gebe ich Leo meinen Account und er besorgt mir das Shiny Zeraora. Weil ich... ja. Ja, aber ich brauche auch... viel zu umständlich. Dann muss ja nur seinen Nintendo-Account wechseln auf dem Hauptaccount. Ich meine, ja, für Zeraora müsstest du einfach nur schnell immer einen neuen Home-Account machen und dann ein Pokémon aus Galar. Vielleicht musst du noch nicht mal ein Pokémon übertragen, sondern einfach nur kurz reingehen, speichern und rausgehen. Du musst vielleicht noch nicht mal ein Pokémon übertragen. Einfach mit dem Account vom anderen System, vom anderen Account kurz verknüpfen und schon hast du es in der App vielleicht. Hallo Lizzie Summer. Aber man muss halt jedes Mal eine neue E-Mail-Adresse machen. Und... aber wahrscheinlich muss man noch nicht mal für Home zahlen. Weil es natürlich mit der Standardbox auch geht. Außer man kann ohne Geld kein Mystery Gift erhalten. Glaube ich aber nicht. Ich teste bis rum. Der Dave will jetzt ganz viele Zeraoras. Ich fände es nur interessant, wenn andere sich das halt dann holen können, ohne mitgemacht zu haben, aber ich bin mir ziemlich sicher, das geht nicht. Nicht nur hätte das schon jemand in den 4 Jahren rausgefunden. Es wäre auch sehr komisch programmiert von Game Freak, aber das ist jetzt vielleicht nicht das Besondere. Nicht das Abnormale, weil das passiert ja öfter. Ich überlege gerade, wie das mit Account gehen würde, wenn Mauri mir sein Home-Account gibt. Und Nintendo-Account, was ja das gleiche ist. Wenn du mir deinen Nintendo-Account gibst und ich log mich
auf meiner Switch mit deinem Nintendo-Account ein, starte Home, verknüpfe mich mit meinem Profil und tu einfach ein random Pokémon drauf. Oder noch nicht mal. Und du und ich mach das zu und du gehst in der Home-App rein und hast ein Mystery-Gift. Wir können das gerne mal ausprobieren. Das ist dann ein Service, den ich auf eBay anbiete. Wäre das Verstoß gegen die AGBs von Pokémon? Wäre das schon illegaler Pokémon-Handel? Wenn ich mein Save quasi in dein Spiel reinlade? Mach dein Passwort bitte 123. Danach kannst du es zurückändern. Nein, mach jetzt aber nicht wirklich 123. Mauri@mauri.com 123. Ich habe die DLCs von Schwert und Schild, von Schild und Purpur nicht gespielt. Welche würdest du eher empfehlen? Ich habe nur in Purpur einen Schillerpin. Das kann man ja ändern. Ich empfehle dir alle DLCs. Schwert und Schild haben ein großartiges DLC, mit dem du Legis Shiny hunten kannst. Dynamax-Abenteuer machen sehr viel Spaß. Und Kamezin und Purpur haben das DLC in dieser Kuppel hier, mit dem du geil rumfliegen kannst. Yay! Beide lohnen sich. Kann dir nichts empfehlen. Beides. Jedes Pokémon-Spiel ist auch anders. Spiel das, was dir mehr gefällt. Und hol dir da das DLC. Und nur ein Schillerpin. Weil machst du dir halt mal eben den anderen Schillerpin. Zählt das nicht als Glitch? Nö, warum ist es ein Glitch, wenn du dich mit deinem Account auf meiner Switch anmeldest und ich kurz ein Pokémon übertrage, damit du das bekommst. Also wir machen das jetzt nicht hier live. Oder sollen wir das jetzt hier live machen? Ich zeige natürlich nicht das Passwort. Nee, wir machen es lieber nicht live, Mauri. Nicht, dass da irgendwie dann aufploppt. Kreditkarte bitte und dann steht da dein Name oder sowas. Das ist schon spannend. Wir berichten im Discord, was passiert ist. Aber nach dem Stream können wir das gerne machen, Mauri. Und dann schauen wir mal, ob du so Shiny Zeraora bekommst. Bringt der Schillerpin auch was, wenn du Legi Shiny hunten willst? Wenn du findest, dass eine Chance von 1 zu 300 reduziert auf 1 zu 100 etwas bringt, dann ja. 1 zu 300 oder 1 zu 100? Übrigens habe ich keinen Bock mehr auf diese Sandern hier. Soll ich direkt auf Regidrago gehen? Was ist denn das hier? Wie hoch ist die Chance, dass es kommt? 1 zu 1300, oder? Ausbruch, kein Ausbruch, Schillerpin und kein Gewürz ist doch 1 zu 1300.
Du hast jetzt 1080 Shinies. Geil. Es könnte sein, dass du dann mehr hast als ich. Du hast heute das erste Mal seit 9 Monaten wieder Pokémon angemacht. Und warum hast du es heute wieder angemacht? Mir fehlen arsch viele Shinies, ich glaube, du hast mehr. Ja, wenn du sagst, du hast 1080, oder meinst du nicht, achso, hast du nicht 1080 verschiedene? Ich habe in Wirklichkeit, wenn man mal richtig ehrlich ist, 1033 verschiedene Shinies. Also wenn du 1080 verschiedene hast, hast du mehr als ich. Um das mit dem Event zu testen. Achso, nur deswegen jetzt. Bald ist Shiny Mankey Day oder Community Mankey Day in Pokémon Go. Rosa und ich suchen, glaube ich, seit einem halben Jahr nach einem Mankey, das einfach gute Stats hat. Und wir haben einfach keins, das ansatzweise vertretbare Stats hat. Weil wenn ich ein Mankey entwickle zu Epitaph in Pokémon Go, ich habe noch kein Epitaph, dann will ich dieses Epitaph sowas von bombastisch stark haben. Und hoffentlich kriege ich jetzt endlich ein starkes, wenn eine Community da ist. Sven hat's geschafft. Was hast du geschafft? Was hast du geschafft? Alles klar, Mauri. Ach, die Trade-Codes auf Discord. Schau. Schau. Es ist alles so einfach. Man muss nur die Infos. Man muss nur Leos Mind YouTube-Videos anschauen. Und schon hat man alle Infos. Oder den Discord von Leos Mind durchlesen. Oder Leos Mind auf Twitter folgen. Mehr gibt's nicht. Du hast erstmal gar nichts gefunden. Ja klar, weil es nicht mehr so viele spielen. Aber irgendwann, wenn irgendjemand, vor allem wenn vielleicht gerade Amerika wieder wach ist oder Japan, dann versuchen mehr Leute wieder Pokémon zu tauschen und dann geht's vielleicht eher. Damals war das halt instant. Wenn du als das Spiel oder die DLCs rauskam, hast du einen Code eingegeben und instant bekamst du das Pokémon. Weil jeder halt die Dex-Nummer benutzt, um ein Pokémon zu tauschen. Morgen ist Makabaya-Forschungstag. Makabaya. Makabaya. Aber morgen haben wir Besuch. Morgen wird geil Hotpot hier gekocht. Wo gibt's Leos Mainz private Handynummer? 9990, 6 mal die 6. Meldet sich immer eine Frau, aber hoffentlich eine Frau mit schöner Stimme. Kann ich Ihnen erzählen, was mein Lieblings-Pokémon ist? Ja,
Sag es mir. Gengar. Es hat so schöne dicke Ohren und sein Fell und dann hat es hinten auch diese Stacheln und weißt du noch in der Anime-Folge 375? Ja, erzähl mir von der Anime-Folge 373. Fell? Was ist es dann, wenn kein Fell? Hab kein Twitter, folge nur hier auf YouTube, bin nicht so im Discord-Game. Aber wenn du eben solche Sachen schaffen willst, wie tauschen, Pokémon, Informationen haben, wie man etwas schafft, dann brauchst du diese Quellen wie Discord und Twitter und nicht Twitch-Chats. Ich gucke gerade, ob ich einen Gengar habe, um dir zu zeigen, dass Gengar sehr wohl ein Fell hat. Was hat Gengar sonst? Lederhaut? Was hat Gengar? Federn? Ektoplasma? Alpollo und Nebulak? Ja. Aber Gengar ist, hat für mich Fell. Und es sieht auch so aus in den neuesten Spielen. Was haltet ihr, nicht was haltet ihr, weil du gerade Jule sagst. Ich glaube, Jule ist gar nicht dabei heute. Heute Nacht um 22 Uhr spiele ich Content Warning, aber nicht hier auf meinem Kanal. Content Warning ist ein lustiges Horrorspiel, bei dem man Horrorszenarien filmen muss. Und man ist halt YouTuber und dann lädt man das Video hoch und kriegt dafür Likes. Lederhaut, laut PokeWiki. Fell. Gengar hat Fell. Content Warning ist ein sehr lustiges Spiel. Ja. Ich habe es noch gar nicht gekauft. Am Ende hat es 80 GB. Soll ich jetzt ernsthaft Gewürze anmachen? Vielleicht sind diese Massenausbrüche einfach geshiny-locked. Wo spielst du das dann heute Abend? Bei Layla. Ist mit Silent Hill 2 jetzt eigentlich durch? Ja, letzte Nacht um 4 Uhr morgens, deutscher Zeit, habe ich es durchgespielt.
Am Ende hat sich's noch gut gezogen. Am Ende kam so eine Stelle, wo man sein ganzes Zeug abgeben muss und man muss dann schleichen ohne all das Zeug, was man aufgesammelt hat. Ich habe das relativ schnell geschafft, aber es war trotzdem, es war, wie ich schon fast vermutet habe, hat es am Ende noch ein bisschen rausgezögert, hier und da und das noch und das noch und das noch. Obwohl buchstäblich der Raum, zu dem man soll, einfach neben einem ist, da die ganze Zeit. Also es ist geil, es ist ein grandioses Spiel. Ja, Lethal Company und Content Warning sind so ziemlich ähnlich, ja. Deswegen bin ich auch voll müde. Aber ich musste dann durch. Ich wollte das Spiel gestern durchspielen. Und ich habe Bock, es nochmal durchzuspielen, weil es ist... Du kannst noch so viel Zeug dort machen und finden und verschiedene Enden freischalten. Das ist ein grandioses Spiel. Ich habe ein bisschen Angst später mit Sandern. Hey, du musst nur Geheimgewürze nehmen, dann kommst du bestimmt sofort. Dann gibt es wohl keine abendlichen Bonus-Streams mehr. Ich würde gerne, es gibt ja noch andere Spiele, die ich gerne spielen würde. So viele. Aber wann soll ich denn das Gen 7 Video machen? Ich sollte ehrlich gesagt nächste Woche einfach gar nicht streamen, um dieses Gen 7 Video zu machen. Kann jemand von euch das einfach machen? Ich schicke euch einfach 100 Gigabyte. Mehr ist es, glaube ich. Und ihr macht ein Video draus. Bring back Visage? Niemals. Scheiß Buggy Game. Ab damit in den Movie Maker. Bitte mach diese weißen Überblenden, diese blauen Überblendungen mit der Comics-Sanschrift drauf oder was das war. Lass einfach AI alles für dich machen. Du, ich würde es sofort probieren, aber das. Wie? Das geht nicht. Dieses eine Ding, das ist so faszinierend, also schrecklich, finde ich. Also kein, die Menschheit braucht es nicht, aber dieses Google Podcast Tool, du befüllst einfach die AI mit Artikeln, mit dem Thema, über das du reden möchtest, und dann machen die einen Podcast für dich. Das sind einfach zwei Stimmen, die sich komplett natürlich über ein Thema unterhalten, wo all die Infos drin sind. Es ist dafür gedacht, dass wenn du über ein Thema Bescheid wissen willst, anstatt dir all die Artikel durchzulesen, kannst du es als einen einstündigen Podcast konsumieren, wo all die Informationen drin sind. Aber es kommt halt hinzu, dass du es dann auch noch mit Avataren verknüpfen kannst, sodass es einfach, du schaust einfach zwei Leuten beim Podcasten zu, und wenn du jetzt nicht, wenn du jetzt 80 bist, 70, 60 Jahre alt bist, dann denkst du vielleicht echt, dass es echt ist. Shiny Meteno Hand, stimmt, die muss ich auch irgendwann machen. Wusste nicht, dass Podcaster jetzt ein Ding sind? Wie?
Ach, wie Podcaster, das war Absicht. Wie Podcaster, ja. Nach dem Mega-Zerra-Oralik hätte ich nichts gegen ein zweites auf Reserve. aber wenn du, wie gesagt, also ich kann dir versprechen, also bei dir muss es gehen. Du hast ja, die Frage ist halt, ob es bei einem anderen Account jetzt geht. Ich habe es ja schon gemacht. Also es muss bei dir gehen. Übertrag einfach all deine Pokémon. Tu so, als ob du dir ein neues Original Magiana holen würdest, so wie ich. Dann kriegst du noch ein Zerra-Ora. Hallo Lilly. Kann ich dann auch zwei Anime-Waifus dabei zuschauen, wie sie sich über Game Freak Leaks unterhalten? Ja. Kannst alles. Hallo Philipp. Meinst du den Origin Dex kurz switchen? Ja. Wobei ich ja glaube, für Zeraora musst du nur ganz kurz den Speicherstand verknüpfen, bei dem du Shiny Zeraora bereits geholt hast. Leo behauptet, die Menschheit bräuchte das nicht. Die Menschheit braucht kein AI, aber wir reden da jetzt nicht wieder drüber. Siebenundzwanzig und 37. Was ist das denn? Oh. Seltsam.
kann man machen. Letztens überlegt, ob ich an meinem Geburtstag dieses Jahr irgendein Shiny-Event mache. Wäre cool, wenn ein neues Pokémon-Spiel raus wäre. Aber ich kann es ja trotzdem machen, hier, wo ich ja immer noch ein paar Shinies benötige. Wie zum Beispiel Meteno. Ich dachte da an sowas wie irgendwie, es gibt eine Liste mit all den Shinies, die ich noch brauche. Und die sind eingeteilt nach Schwierigkeit. Und dann, Gott, wie hatte ich das mir so überlegt? Dann entscheidet ihr, welches von denen aus der Liste ich jetzt shiny hunte. Und ich darf nicht aufhören. Also der Stream darf nicht aufhören, wobei der Stream nicht aufhören, das kann ich nicht bringen. Aber ich will nicht länger als 10 Stunden streamen oder so. Irgendwie... Vielleicht sowas wie, ich muss die, also letztes Mal war es ja 50 Shinies, 50 Stunden. Vielleicht ist es diesmal 100 Shinies. Okay, 100 klingt viel zu viel. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch brauche, die es hier gäbe. Shiny verbiebst, ja, das ist dann der Joker oder die Trumpfkarte irgendwie. Also irgendwie 50 Shinies, die es zur Auswahl gibt. Das Ziel ist es, die alle zu schaffen, bevor die Zeit abläuft. Nee, das hatten wir schon. Ein Meteno Race, wer zuerst alle 5 vorne hat mit einer anderen Streamer. Nee. Da ist ein Wort drin, was mir nicht gefällt daran, an der Idee. Andere Streamer. Wenn nicht wieder der Stream mit Bits beendet wird. Eben. Ich dachte eher sowas wie, also nehmen wir an, du spendest 100 Bits. Und 100 Bits löst immer eine... so eine Art Tombola aus. Nicht Tombola, aber so eine Art... Sagen wir, haben die Zahlen 1 bis 100. Oder sagen wir, ja, 1 bis 100. Ich brauche 100 Shinies. Zahl ist 1 bis 100. Und jedes Mal, wenn jemand 100 Bits spendet, wird eine random Zahl Wii-Spin, genau, wird eine random Zahl quasi gespinnt. Und ich darf erst aufhören, wenn jedes Shiny gefangen ist. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn eine Zahl doppelt gespinnt wird, muss ich das zweimal suchen. Nee, das ist nicht, das macht noch keinen Sinn. Ja, halt wie ein Rad, das man dreht. Aber was ist die Schwierigkeit da dran? Spinex, danke schön für 2 Monate.
warst heute Abend doch auch bei anderen Leuten. Ja, das ist bei anderen Leuten. Ich bin bei anderen Leuten, aber das ist nicht mein Stream und nicht mein YouTube-Video. Das ist nicht mein Content, ich spiele einfach mit anderen Leuten. Ein Shiny 100 Bits. Weiß ich nicht. Ich finde es eher erstmal interessanter, was dir noch fehlen würde hier in dem Spiel. Weiß ich nicht auswendig. Einiges. Eine Shiny Starter Hand. Warum ist die cooler als ein normales Shiny? Kann ich denn auf dem Hauptaccount den Nintendo-Account wechseln? Kann ich dann ohne Probleme zurück, also ohne was zu verlieren? Also ich habe alles gemacht, ne? Du kannst alles wirklich machen. Ich habe es erst letztens komplett gemacht, ohne was zu verlieren. Ich habe sogar, so wie du gemeint hast, man kann... Die alten Attacken werden auch angezeigt immer noch. Also mein Pikachu aus Gen 7 hat immer noch Surfer zum Beispiel. Auch wenn du es rüber tust auf Gen 9, verliert Surfer. Aber wenn du es wieder zurück tust und zum Beispiel Schwertschild auswählst, hat es wieder Surfer. Also es verliert noch nicht mal die Attacken. Wie meinst du den zweiten Account auswählen? Also du hast... Also das wusstest du, glaube ich, schon. Um auf dem Handy einen anderen Account zu haben auf Home, musst du die Home-App deinstallieren und dich neu anmelden mit dem anderen Account. Das Shiny, die sieht man nicht gut. Die sieht man nicht gut. Wer hat gesagt, die sieht man gut? Wer hat gesagt, der kleine Racker hier? Ich habe so viele verpasst. Also natürlich sehe ich von vorne gut, aber von hinten sieht man da gar nichts anders. Guck mal, das Gras ist sogar drüber. Von hinten keine Chance. Ich habe so viele verpasst, denke ich jetzt. Okay, komm her. Nummer 1. Das brauche ich nochmal, das Bild. Komm her. Ja. Watcher-Level? Naja, der Bauch ist schon sehr offensichtlich, aber der Rest nicht. Wie hast du den Nintendo-Account gewechselt auf deinem Main? Du meinst auf Pokémon Home. Du brauchst zwei Accounts. Geht gerade nicht, warte. Du hast doch zwei Accounts. Du hast einen Account und einen anderen Account. Du hast zwei Nintendo-Accounts. Hübsches Shiny, gell? Und dann auch noch der Tauchball. Wunderschön. Und weiter geht's. Jetzt schauen wir den wirklich jedem ins Gesicht, muss ich schauen. Du hast sogar mehr als zwei, na dann. Du startest Home mit dem Account, den du bei Home hinterlegt hast. Also ich habe mein Leo's Mind Account und mein Leopold Account. Das sind zwei verschiedene Home-Accounts.
Du kannst halt nicht zwischen den Home-Accounts transferieren, weswegen du ein Spiel dazwischen haben musst. Du hast sie alle auf ein Spiel, beendest Home, startest Home mit dem neuen Account. Letztes Spiel. Du musst hier rüber aufs neue Home. Ich glaube, das musst du noch nicht mal machen. Ich glaube, du musst einfach nur das neue Home mit einem Account kurz speichern, der von deinem anderen Home ist. Michael Jackson Hater? Ja. Nein. Was war ich gerade an überlegen? Ach ja. Geburtstag. Ist auch interessant, weil ich werde auch 36. 36 Shinies in meiner Geburtstagswoche finden. Hallo, Shanira. Hallo, hallo, hallo. Was ist mit dem, Shanira? Tot. Aber 36 ist keine schöne Zahl. Letztes Mal waren es 50. Es müssen diesmal mehr sein. Boah, ich dachte bis 26. Oh, danke schön. Du Charmeur. Aber kauf mir doch bitte zuerst was zu essen, bevor du mich so anmachst. Auf Deutsch klingt es komisch. Buy me dinner first. Lad mich doch zuerst zum Abendessen ein. Und dann 36 Stunden Stream, like the good old days, alles kommt zusammen. Ich fand den Grundgedanken cool, dass ihr anhand einer Donation entscheidet, welches Shiny gewählt wird. Und je höher die Donation, desto schwieriger ist das Shiny zu fangen. Also, ne, 10 Euro ist dann Leggy oder sowas. Weil Leute haben gesagt, das letztes Jahr hat ihnen Spaß gemacht, also warum nicht wieder machen? Einmal im Jahr so ein Ding, wo ihr mich abfucken könnt mit Geld. Oh nein, ich armer Mensch. Das sind so viele. Aber ich will nicht das gleiche einfach wieder machen. Die Bitbeträge können auch die Nummer sein. Gewisse Beträge könnten auch Handicaps sein. Dass vielleicht, dass diesmal nicht die Zeit kontrolliert wird, sondern das Handicap. Also sagen wir, 111 Bits ist keine Gewürze. 222 Bits ist Schillerpin deaktivieren, keine Ahnung. 333 Bits ist Ausbruch umbringen. 444 Bits ist keine Ahnung. Was kann man noch für Handicaps machen? Du darfst den Ausbruch nicht killen. Du darfst nicht die A-Taste benutzen. Keine Ahnung. Und dann muss ich trotzdem es schaffen, mit diesen ganzen Handicaps. 50 Shinies, 50 Stunden. Ich
Ich glaube, die Handicaps sind ein zusätzliches Ding. Aber das Grundding von 50 Stunden, 50 Shinies, das will ich nicht nochmal machen. 1000 Bits, Shiny fangen und freilassen. Nein. Du hast gerade Random Shiny Owl gefunden. Sehr, sehr gut. Jetzt Shiny Pikachu, damit es auch was zum Fressen hat. Genau, dann lieber verschenken das Shiny, ja. Shiny Pikuda anstatt Pikachu, okay. Was ich ja immer mega lustig fand, war der Subathon von Point Crow. Der hat es nämlich so gemacht, dass wenn man zum Beispiel einen Sub oder fünf Subs macht, dann ist nicht vorgeschrieben, wie viel Zeit abgezogen wird oder wie viel Zeit addiert wird, sondern dass da ist ein Random-Faktor mit drin. Ich weiß nicht, wie ich das technisch hinbekommen würde, aber das fand ich immer cool, dass du kannst 5 Euro ausgeben und der Streamer muss eine Stunde länger streamen oder noch 5 Minuten länger. Und es ist so wie Shiny Hunten halt eine Randomness mit drin. Deswegen dachte ich, dass eine Zahl gewählt wird, die sagt, welches Shiny ich suchen soll. Jetzt denke ich die ganze Zeit, ich sehe die blauen Spatzen. Hallo Swoopilicious. War das nochmal der, die Donator gebannt hat, wenn sie gespendet haben? Ludwig hat beim Subathon verboten, mehr als 100 Subgifts zu machen. Und das hat er dann irgendwann technisch auch hinbekommen, dass es gar nicht ging. Aber davor hat er, glaube ich, als Strafe sie gebannt, ja, wenn es passiert ist. Hallo Patrick. Kann man deine Playlist irgendwo hören? Das ist nicht meine Playlist. Wie immer, das ist die Playlist, die einfach Classics heißt auf Spotify, aber du willst ja kein Spotify benutzen. Somit weiß ich nicht, wo du das hören möchtest. Das heißt einfach Classics, das ist die Playlist, die jeder hört. Shiny Morpeko. Gut.
oldschool und habe meine Musik noch auf dem Handy. Sind auch die CDs alle schön in den PC gelegt und deine PCs gerippt und MP3s draus gemacht und deine MP3s auf das Handy geladen. Ist für mich unerklärlich, wie man heutzutage das noch so machen kann. Vor allem, weil du dann nicht einfach das hören kannst, was du gerade in dem Moment hören willst. Wenn ich sage, hey, ich habe ein cooles neues Lied, hör das mal an, keine Möglichkeit. Spotify ist so, also es ist, Spotify ist auch kacke, wie sie mit Künstlern umgehen natürlich. Wie wenig Künstler daran verdienen. Dafür werden Künstler extrem einfach, extrem gut entdeckt, dank Spotify und sowas. Was ich für Künstler da entdeckt habe, nur deswegen. Ich glaube, es vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas Neues höre, was ich noch nicht kannte. Weil Spotify einfach sagt, hey, kennst du das schon? Nein, zeig es mir. Nicht schlecht. Ich verstehe gar nicht, wie man immer wieder die gleichen Sachen hören kann. Deswegen gefallen mir auch so Lieder nicht, deswegen mag ich auch Michael Jackson nicht, weil Michael Jackson erstens Arschloch und zweitens, die totgelied, die Hörer. Die Lieder sind totgehört. Ich kann Thriller nicht mehr hören. Alola Vulpix und Alola Sandern sind ja wohl ein schlechter Scherz. Warum? Was beschwerst dich denn? Die sind mies zu sehen. Sandern ist nicht mies zu sehen. Du musst sie nur von vorne anschauen, nicht von hinten. Und Vulpix hat eine cremigere Farbe. Hybrid Theory kann ich immer wieder hören. Ja. Aber nicht Michael Jackson. Seid ihr alle schön am Bonken?
Paulas Bonkolomeus. Ich muss den Deck voll machen für Schillerpin endlich. Ja, endlich. Muss wirklich mal wieder weitermachen. Mit dem Shiny Hunten und Züchten muss ich auch noch. Ja, du musst. Wie viel brauche ich für das Original Magiana? Alles bis Endynalos. Oder sehe ich gleich noch eins? Noch ein Original Magiana. Aber pass auf, das bekommt deinen Namen vom Home-Account. Auch Mythicals? Ja, alles. Ich meine, das könnte Dave jetzt mal ausprobieren. Wenn du Manaphy, Darkrai, Shaman und sowas weglässt, Genesec, Diancie, ob das Original Magiana dir immer noch gegeben wird. Ich glaube, es muss wirklich jede Zahl sein bis Endynalos. Hast du die Mons in verschiedenen Spielen verteilt? Ja, Gen 1 bis 4 in BDSP, weil da alle gehen. Außer Pandir. Nenkada geht auch nicht in BDSP, das geht aber dann in Schwert und Schild. Und dann habe ich alles in Schwert und Schild gepackt, was ging. Waren halt sehr viele Lücken drin. Und dann den Rest mit Karmesin und Purpur. Und du weißt ja, welche auf der Switch nicht existieren. Die habe ich dann mit zwei Handys in Home selber getauscht. Aber da brauchst du halt zwei Handys nebeneinander, die Home haben. Oder du findest jemanden halt online, der mit dir das macht. Oder du machst sie dir nochmal in Schwarz und Weiß und tradest sie hoch auf den neuen Home-Account. Also wirklich, wenn du es jetzt wirklich nochmal machst, nur für Original Magiana, würde es mich sehr interessieren, ob Mythicals wirklich zählen. Das war Beast natürlich. Ob Mythicals wirklich zählen. Also es sollte, überall steht Nummer 1 bis 800, was es ist, 83 in Dynalos oder so. Aber es ist ja eigentlich schon echt gemein, wenn es zählt. Aber ich glaube, es zählt. Ah, vor allem hat jemand letztens auf dem Discord geschrieben, ich habe alle Pokémon und es kommt kein Magiana. Da habe ich gesagt, hast du den Magiana selber? Ja, nee, das will ich doch. Das normale Magiana braucht man auch. Das heißt, wenn man der Person glaubt, müssen es alle sein. Ich habe dann gefragt, hast du wirklich alle, auch Mythicals? Ja, ich habe alle, außer Magiana. Hallo, Amazes. Runny!
Dankeschön. Ach, was ist denn los? Dankeschön für 54 Monate. Du hast den Gottesball vor deinem Namen. Arzeus, wie manche es nennen. Fälschlicherweise. Da ist es. Nummer 2. Ich habe das Gefühl, ich habe voll viele verpasst, weil ich einfach auch von hinten geguckt habe. Ich dachte, die Schuppen sind auch leicht anders. Aber nee, es ist echt nur der vordere Teil, der anders ist. Beautiful. Kannst du Explosion? Eisstein, haben wir sowas überhaupt? Gott, was ist denn los? Silent Hill 2. Ich hab bis 12 geschlafen. So habt Eisstein? Ja. Ja. Fertig. Komm wieder und sehe einen Shiny Sandama. Ja. Dann ersetzen wir mal die hässlichen Go-Sundans. Ugh, phew. Was ist das hier für eine Box? Achso, das war die. Tada. Fehlt nur noch Ratzfratz in Alola und ich habe auch mein Alola Knogger ist auch von Go. Leufeo brauche ich ja safe nicht mehr, oder? Ich habe so viele Leufeos gefunden. War das eigentlich männlich oder so? Nein, weiblich. Was ist Leufeo? Gen 6, ne? Pyroleo. Leufeo. Schau, hier ist nämlich der Timerball orange auf der Spitze.
Aber das Rot vom Pokéball ist auch eher orange. Naja. Und das weibliche Leufeo ist auch meins. Ja, okay. Beautiful. Das war's. Direkt abhaken. Der Real Shiny Dex. Klick, klick. Also habe ich jetzt tatsächlich selber Gefangene mit meiner OT nicht aus Pokémon Go. 1035 verschiedene Shinies. Aber ja, wenn man alle zählt, auch die Go-Shinies, sind es 1206 verschiedene. Okay, dann war es das jetzt für heute. Ich wollte eigentlich Regidrago und so auch machen, aber das hat ja jetzt hier, naja, 3 Stunden gedauert. Und es lohnt sich jetzt nicht, nochmal Regidrago und Giratina anzufangen. Wenn Mauri mich hört, Mauri, ich würde jetzt mit dir das ausprobieren mit Zeraora. Wenn das funktioniert und es ist nicht so kompliziert, könnte ich ja mal einen Stream machen, wo ich Shiny Zeraoras ermögliche. Es sind trotzdem eure, aber ich gebe euch halt kurz den Trigger, dass es bei euch erscheint. Das wäre geil. Wenn das funktioniert. Das ist echt komisch, dass ich das so rausgefunden habe. Dank Gen 7 Origin Dex. Aber vielleicht geht's auch nicht. Aber es ist die einzige Erklärung, dass es der Spielstand ist. Ich stelle mal vor, ich würde diesen Spielstand löschen. Meinen ersten Pokémon-Schild-Spielstand. Ein Zeraora 30 Euro. Dann rate ich euch jetzt zu der Layla hin, denn die Layla ist die, die die ganzen Horrorspiele streamt, die wir zurzeit spielen. Und ich bin heute um 22 Uhr da und wir spielen Content Warning. Das heißt, wenn ihr heute Abend zuschauen wollt bei Content Warning, wie ich Content Warning spiele, aber ihr werdet mich nicht sehen, ihr werdet mich nur hören, meine Stimme. Und einen kleinen Charakter, der rumspringt, keine Ahnung, ich muss das Spiel noch runterladen. Dann folgt ihr jetzt oder lasst den Tab offen. Da werde ich später sein. Dankeschön fürs Dasein. Das ist aber auf eBay günstiger. Ja, aber dann ist es nicht durch mich ermöglicht worden. Die spielen gerade Dead by Daylight. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als Pokémon, aber wie gesagt, da werde ich heute Nacht um 22 Uhr sein und Content Warning spielen. Dankeschön fürs Dasein und bis später oder bis Montag. Wir haben nächste Woche sturmfrei. Entweder mache ich ganz viel Gen 7 Origin Decks oder wir streamen ganz viel spielen. Wir spielen ganz viel und streamen ganz viel Spiel. Tschüss!